Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Bevor ich heute über mein Bild spreche, was wir heute gemeinsam malen, darf ich euch mein Buch vorstellen. Juhu, es ist endlich da. Gestern kam der Postbote, hat geklopft und mir eine große Schachtel überreicht und ich durfte ganz viele dieser wunderbaren Bücher auspacken. Ja, viele von euch haben es ja zeitgleich mit mir bekommen, alle, die vorbestellt haben, und herzlichen Dank für das große Lob. Ich freue mich, dass es euch gefällt und ja, bestellt intensiv weiter. Das ist natürlich toll. Man bekommt es überall, beim Fischer Verlag persönlich, beim Thalia, über Amazon. Ich denke auch in verschiedenen gut sortierten Künstlerfachmärkten wie den Gerstecker. Ja, schaut und freut euch hoffentlich genauso wie ich darüber. Traumlandschaften in Aquarell. Ja, ich zeige euch so ein bisschen einen kleinen Glimpse, wie es ausschaut im Innern. Also es hat überall kleine Zierfiguren und einen sehr großen, also wirklich so einen großen Material- und Technikteil mit Tipps, Tricks, Aufbaumöglichkeiten, ganz vielen Alternativmöglichkeiten. Das habe ich auch dann beim Step-by-Step-Teil. Also der Grundlagenteil ist sehr groß. Und man bekommt Inspiration für weiterführende Bilder. Genauso wie der Teil, der Projekte-Teil. Also auch im Projektteil habe ich zu allen Bildern noch weiterführende Möglichkeiten euch dargestellt. Und wie gesagt, überall findet ihr die kleinen Zierfiguren, die begleiten euch durchs ganze Buch. Viel Freude! Ja, bei uns ist es im Moment unerträglich heiß. Wir haben fast tropisches Klima. Es ist so feucht warm und ich muss zugeben, mir ist die Kälte lieber, weil da kann ich mir eine Jacke anziehen. Bei der Wärme ist es so, man kann sich irgendwann nicht noch mehr entkleiden, weil da ist dann einfach nur mehr Haut. Und ja, deswegen habe ich heute für euch einen kühlen Wasserfall gemalt. Einfach weil ich so eine große Sehnsucht nach Wasser und Waldeskühle habe, wo ich auch so oft ich kann hingehe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es ist, ja, ihr werdet es sehen, wir brauchen ein Washi-Tape. Wir haben es in verschiedenen, unterschiedlichen Schritten aufgebaut und ganz zuletzt kommt der Wasserfall, wenn der Wald schon steht, wenn die Wasserspiegelungen schon da sind. Also ja, schaut es euch an. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und alles Gute und viel Freude beim Malen. Taucht in die Farbe ein, so wie in kühles Wasser. Ja, genießt es. Im Sommer bin ich oft einfach froh, wenn es Abend und kühler wird. Auch im Wald, in diesen dunklen Waldschatten, wird es dann kühl, angenehm kühl. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen wegen den Bremsen, aber ansonsten ist es im Wald einfach sehr angenehm, wenn man barfuß durch einen Bach wandern kann und diesen Schatten im Wald genießen darf. Nun nehmen wir ein Aquarellpapier,
Da habe ich die Angaben unten in der Box und kleben ein Washi-Tape im oberen Drittel auf und lassen einen kleinen Spalt und kleben noch eins etwa in die Mitte der Blattseite und feuchten dann den oberen Bereich an, um mit Kobalttürkis den Himmel zu grundieren. Ins Kobalttürkis hinein geben wir ein bisschen Heliozyllinblau. Und holen uns dann wieder mit dem Ella-Stip vom Undersea Green, stricheln und tupfen die linke Seite noch nass in nass, um einen kühlen, schattigen Farbklang zu bekommen. Gehen dann zarter in die Mitte, kommen dann von der rechten Seite mit derselben Farbtiefe wieder der linken Seite entgegen und tragen mittig ein Gelbgrün auf, so dass wir wirklich so wie einen Waldsaum bekommen, einen Waldschatten in der Ferne. Mit dem Stiel des Ella-Stips können wir nun Bäume in diesen Waldsaum hinein kratzen, helle Stämme, die aus dem dunklen, saftigen Grün herausleuchten. Das geht ganz leicht und wirkt, finde ich, sehr schön, sehr natürlich und ein bisschen verspielt vielleicht auch. Den mittleren Wasserfallbereich lassen wir noch weiß und feuchten den unteren Bereich an, um die Spiegelung des Himmels und des Waldsaumes hineinzumalen. Das Wasser malen wir in Kobalttürkis wieder horizontal und kommen dann vertikal dazu, sogar noch ein bisschen dunkler, abgedunkelter mit einem Sepia-Braun, wo wir aber natürlich diese Grünklänge, die wir im Wald verwendet haben, also ein Gelbgrün und ein Undersea Green hineinmischen, sodass es, ja, dass es wie gesagt eine Spiegelung wird, eine Spiegelung im Wasser von dem Waldsaum, von dem Wasserfall. Wenn Himmel und Wasser trocken sind, entfernen wir das Washi-Tape und können den Wasserfallbereich anfeuchten, auf jeden Fall links und rechts, also ganz auf der linken Seite und ganz auf der rechten. Nehmen dann ein Sepia-Braun und tragen mit dem Ella-Stip dieses Sepia-Braun rechts und links als Felsen auf, als abfallende Felsen, mischen dann entweder ein peines Grau oder ein Schattenviolett hinein, sodass das Sepia-Braun noch ein bisschen abgedunkelt wird. Natürlich lassen wir es sich spiegeln im Wasser, sodass rechts und links diese dunklen Felswände ganz klar im Wasser zu sehen sind. Mit dem mittleren Detailpinsel, den findet ihr auch unten in der Box, sowie den Ella-Stip, und einer Felsenmischung, also Sepia-Braun, mal ein bisschen Violett und Peinesgrau hinein. Ja, damit malen wir jetzt den Wasserfall, indem wir das Weiße auslassen und den dunklen Hintergrund malen.
teilweise zarter, als wäre da ein feiner Wasservorhang vorne drüber, teilweise ganz klar sichtbar, als wäre, würde man da durch den Wasserfall hindurch sehen. Man kann auch in das noch gemalte, feuchte Wasserspritzer hineingeben, einfach nur mit klarem Wasser, das wirkt dann sehr schön verzaubert und echt. Also ihr seht, man hat da einfach auch diese Möglichkeit, die ich selten nütze, muss ich zugeben, dass ich weiß stehen lasse. Im vorderen Bereich holen wir Glanzpunkte heraus mit der Auswaschtechnik und tupfen die abgelöste Farbe mit einem sauberen Taschentuch vom Papier. Nun könnte unser Bild auch fertig sein, aber ich möchte gerne einen Vordergrund malen und verwende dazu den Casaneo und eine Mischung aus Sepiabraun, dem Schattenviolett und ihr könnt auch ein bisschen Ultramarinblau hineinmischen und male wirklich im Vordergrund einen relativ dicken Stamm und nur ein paar feine Äste. Mit einem Effektspray von Schminke kann ich Struktur in die Rinde sprühen und sie dann trocknen lassen, um anschließend mit einem Schriftenpinsel noch feine Äste anzubringen, die auch vielleicht von oben ein bisschen nach unten hängen, sodass ich dunkles Laub von oben hineinmalen kann. Dann ist das Bild von oben schon mal ein bisschen gehalten. Mit einem Undersea Green einfach ein bisschen betupfen,
die Äste und auch von unten den Wiesenbereich, den Uferbereich neben dem Baum ein bisschen gestalten, ein bisschen lebendig gestalten mit dem Schwamm, anschließend auch mit einem feinen Schriftenpinsel, mit welchem wir Gräser und schilfartiges Gewächs stricheln und tupfen können. Das alles mache ich mit dem Undersea Green. Ihr könnt aber auch ein Schattengrün dazu nehmen, wenn ihr es noch dunkler möchtet, oder aber ein Schattenviolett. Mit dem Elastip, mit dem vorderen Bereich des Elastips, kann ich ganz wunderbar schnell diese Schilf-Samenstände malen. Und ich darf euch noch einmal erinnern, mein Buch ist fertig, man kann es bestellen, juhu! Man kann es auch einfach kaufen in gut sortierten Künstlerfachmärkten oder beim Thalia. Also bitte zugegriffen, Traumlandschaften in Aquarell. Ja, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Erholsam und hoffentlich könnt ihr in einem kühlen Waldweiher schwimmen, vielleicht sogar in einem Moorsteich, in einem Moorsee, was auch noch für die Haut wunderbar ist und gesundend. Oder in einem Bergbach, der eisig kalt ist, weil er direkt vom Gletscher heruntersprudelt. Also ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit und nicht zu viel Hitze. Alles Gute. Tschüss.